So, da sind wir wieder zurück hier. Genug von Predigten. Mal gucken. Danke für die Predigt, aber ich denke, ich bin jetzt geläutert genug. Ja, geläutert. Es wird spät. Was hast du jetzt vor, Pater? Ich bin mal gespannt. Was hast du erwartet? Wir sind doch zum Trinken hier. Genau. Und plötzlich ist er auch betrunken. Klingt nach einem guten Plan. Ah, das hört sich gut an. Ich wusste, du lässt mich nicht hängen. Draußen ist noch hell. Neue Stufe erreicht, Trinkfestigkeit. Ich weiß nicht, ob das etwas ist, wo man hin möchte, aber... Ja, guck mal, die Konkubine ist ja wieder da. Ja, den Helm habe ich auch. Komm, nimm noch diesen Kranz ab. Das sieht doch noch blöder aus. So. Und geröffelt wird. Sieht aber gemütlich aus. Für den kann er den Bräuler essen. Interessanter Pfarrer, ne? Oder? Genug ist genug. Das geht. Komm her, na los. Setz dich und trink ein mit uns. Treibt es nicht zu weit, Pater. Es dämmert bereits. Und es ist schon längst Sperrstunde. Und was jetzt? Jetzt lasse ich euch alle auspeitschen und an den Schandstock stellen. Was? Außerdem schreibe ich eine Beschwerde an den Bischof. Über Nein. euch, Pater. Na, dann haben wir ja nichts zu befürchten. Jeder hier weiß, dass der Einzige, der auch nur ein Wort schreiben kann, meine Willigkeit ist. Es reicht. Männer, werft sie hier raus. Ihr seid also Streit aus. Heinrich, steh mir bei. Heinrich liegt unterm Tisch. Der wird ja jetzt keinen Unfug machen, oder? Hilft Pater Godwin? Nein. Ehrlich? Ich soll mich jetzt... Errungenschaft freigeschaltet, Sünder. Wie geil. Au! Au! Hör auf! Lass das! Dobiti! Scheißdreck! Ich lenk nicht mehr gut. Oh, Ausdauer. Ach komm, der hat aufgegeben. So, wer ist das? Den helfen. Du musst auch dran laufen. Du kriegst ein paar. Genau, genau. Richtig auf die Nuss hier. Ja, schön. So, meine Lieben. Würdet ihr nicht gern mal die Glocke läuten? Nichts leichter als das. Das würde ich gern. Und Heinrich sicher auch, oder? Ich weiß nicht. Gut, belass den Unsinn. Bist hast du den Verstand verloren? Was werden die Leute sagen? Und kein Galgen? Sie können sagen, was sie wollen. Was wollen sie mir schon tun? Ich stehe so schief. Vorsicht, Stufe, meine Lieben. Oh Gott. Passt auf, dass ihr euch nicht... Ja, privater Bereich. Das ist jetzt aber auch egal, ne? Oder? Da sind wir. Was für eine Schönheit. Das können wir doch nicht machen, oder? Sagt wer? Lass es läuten, Mädel. Darf der Pfarrer das nicht? Obwohl nachts ist vielleicht nicht so cool, ne? Das gibt richtig Stress, glaube ich. Das macht richtig Spaß. Oh, ey. Oh, was? Blöder Esel. Aus der Kirche. Ist so unglaublich. Und jetzt, meine Lieben, beginnt der Höhepunkt dieses Abends. Jetzt kommt noch was? Machen wir uns alle nackig oder was? Nicht schon wieder. Ich muss pixeln, oder? Ich weiß es nicht. Was soll denn da noch kommen?
Gut, wenn du Scheiß. Altes Ferkel. Dann wollen wir mal. Nimm mir meine Hose noch an. Wir können jetzt alle Ohren zu halten. Ach, du Schande. Der Pfarrer hat aufgesattelt. Was meinst du, Heinrich? Hast du auch Lust auf einen kleinen Ritt? Ja, das muss ich wieder pixeln. Das geht gar nicht, ey. Hoffentlich kann ich da auch Balken überleben. Nein, aber Ohren zu halten. Ihr müsst euch alle die Ohren zu halten. Die Frau hat Bauchschmerzen, deshalb stöhnt sie so. Leichte Rüstung. Mäh. Wieso krieg ich denn... Mäh. Ich schwebe ja immer noch. Das gibt's ja gar nicht, ey. Oh, ich kann mich ja bewegen. Oh Gott, ich guck von alleine so. Ich dachte... Oh. Mäh. Reden. Kann ich... Himmel, pass auf, wo du hingehst. Ich wollte die ansprechen. Was ist das für ein Bild? Foto? Also, oh, schade. Ich muss schon sagen, das war ein herrlicher Abend. Das machen wir morgen wieder. Meine Güte, ich kann doch nicht mit Theresa hintergehen. Das geht auch nicht. Das kann man doch nicht machen. Das arme Mädchen, ey. Und ich war betrunken, ist keine Ausrede. Meine Güte. Ich glaube, ich muss auch mal wieder in die Kirche gehen. Gut, wenn du Esel. Aufstehen! Hörst da du nicht? Ich wohl einiges verpasst. Wacht auf, ihr Saufköpfe! Heilige Scheiße! Wer zum Henker bist du denn? Heinrich! Mein guter Freund Heinrich! Hatten wir nicht einen großartigen Abend? Ja, du ganz bestimmt, du alter Lustmolch! Aber jetzt reißt du dich besser schleunigst zusammen! Du hast nicht mehr viel Zeit! Auf dem Tisch stehen Wasser und etwas zu essen. Aber an deiner Stelle würde ich meinen haarigen Arsch bewegen, bevor mich meine Herde lebendig auffrisst. Ach, der muss ja in die Predigt, oder was? Ja, da war viel Spaß. Großer Gott, mein Schädel. Und mein Magen. Mein armer, leidender Magen. Was hat das Weib da gefaselt? Bevor mich meine Herde lebendig auffrisst? Ich hab was verpasst. Ich hab irgendwas vergessen. Wo zum Teufel bin ich? Was zum Teufel war es? Die Messe! Ja, die Messe. Oh, scheiße, die blöde Messe. Ich muss die Messe halten. Du musst mir helfen. Wobei? Wie? Du bist hier der Pfarrer. In diesem Zustand schaffe ich das nicht. Die Liturgie vielleicht. Aber die Predigt muss auch sein. Das wird ein Desaster. Die exkommunizieren mich noch. Ich würde ja gerne helfen, aber... Genau. Du hältst die Predigt an meiner Stelle. Ja, klar, sicher. Was? Also, zuerst untersuche ich einen Mord, den irgendwie niemand untersucht haben will. Dann bringe ich betrunken die ganze Stadt um ihren Schlaf. Und jetzt soll ich auch noch für dich deine verdammte Predigt halten? Willst du, dass sie uns beide verbrennen? Nein, ich hab's. Wir sagen, du bist Herrn Ratzigs Schützling und kommst gerade vom Studium aus Prag zurück. Du möchtest Meister Jan Hus Lehren verbreiten, den du kürzlich hast predigen hören. So. Heinrich, bitte. Soweit ich mich erinnere, haben wir es gestern etwas übertrieben. Nein, ehrlich? Und wenn sich der Vogt oder jemand anders über mich beschwert, dann reißt mir der Bischof den Kopf ab. Den Vogt hast du eh schon. Deshalb fände ich es sehr schön, wenn du aufhörst, mich doof anzuglotzen und anfängst zu helfen. Du bist verrückt. Absolut völlig verrückt. Bin ich nicht. Und es kann nichts schiefgehen. Nein. Das wird super. Und noch etwas. Wenn du mir hilfst, dann verrate ich dir, wer Heinz' Kumpanen sind. Ach, auf einmal. Was mit dem Beichtgeheimnis? Ich möchte speichern. Neue Spezialisierungspunkt beim Trinken verfügbar. Achso, genau, da fragen wir ihn auch gleich. Plötzlich mal. Ist das Beichtgeheimnis also nicht mehr so heilig? Geh nicht zu weit. Eine zweite Chance gebe ich dir nicht. Ja, ist ja okay.
Also gut. Aber ich kann für nichts garantieren. Ich glaube nicht, dass ich das speichern kann. Was genau soll ich also tun? Erstmal ich öffne den Gottesdienst und stelle dich dann vor. Danach hältst du die Predigt, die du gestern in der Schenke gehört hast. Was? Du musst sie nicht in die Länge ziehen. Was habe ich denn gehört? Wenn alles gut geht, erzähle ich dir, was ich weiß. Jesus Christus. Also gut. Abgemacht. Wunderbar. Dann an die Arbeit. Lass mich speichern. Oh, Spiel gespeichert. Oh, wie gut. Was habe ich denn da für einen Buff? Leichter Rüstungsbuff. Den kann man durch Reiten bekommen. Wo sind meine Klamotten? Was ist los mit dir? Wir müssen die Messe halten. Es ist schon spät. Ihr wart doch nicht nackt. Wo sind meine Pass Sachen? Pass besser auf. Ja, Mars, jetzt schimpf nicht mit mir. Ich gehe doch nicht nackt vor die Tür. Dir. Hallo? Ich kann doch nicht so raus. Oder? Auffälligkeit 100%. Ich will meine Klamotten. Hallo? Wo ist mein Pferd? Hey. Wenigstens ist das noch da. 1A. Ach, warte mal. Ich muss mich mal eben... So, Waffen. Die brauchen wir vielleicht gerade nicht, ne? Aber wir können auch schon mal doch die Nadel und das Dings und den Bogen und den Jagdpfeil in die Hand nehmen. Also nicht in die Hand nehmen, aber... Ja, jetzt sehe ich schon, mit diesem Schwimmring sieht das so dämlich aus. Halte anstelle von Pater Gutwin und die Predigt in der Kirche. Ich dachte schon, er taucht nie auf. Der Saufkopf. Schau mal, ich kann kaum laufen nach seinen Kapriolen von gestern Nacht. Ja. Du warst doch dabei, du Blödmann. Warte nur ab. Du Tier, hat sie angestellt. Schaut ihn euch an. Heilige Maria, er wird sich gleich übergeben. Ich darf nicht von der Kanzel kotzen. Das wäre ganz ungünstig. Wegen dem Geschrei von euch Idioten habe ich heute Nacht kein Auge zutun können. Ach, jammer nicht. Mir geht's viel schlechter. In nomine Patris... Et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Pah, da gibt's noch Messwein. In Sanctas Aquenerabilis Manus Suas. Hoc facite in meam commemorationem. Die kommt nach dem Messwein gleich wieder hoch. Nee, hat auch nicht getrunken. Hallo? Brüder und Schwestern, einige von euch hatten bereits die Ehre, Heinrich von Skalitz kennenzulernen, der auf Geheiß von Herrn Hanusch herkam, um das abscheuliche Verbrechen von Neuhof zu untersuchen. Vermutlich wisst ihr nicht, dass Heinrich kürzlich Prag besuchte und dort durch Gottes Gnade einer Predigt des Jan Hus von der hochgeschätzten Prager Universität beiwohnen durfte. Mhm. Es gelang mir, Heinrich zu überreden, sich heute hier an meinen Platz zu stellen und euch Hus' Lehren näher zu bringen. Mir geht's doch genauso schlecht wie in Wien. Denn, wie ihr sicherlich alle wisst, ist Jan Hus ein wirklich sehr beliebter Prediger in Prag. Also, Heinrich, du darfst beginnen. Oh, meine Güte. Jetzt bin ich gespannt. Gespannt, ja. Wer von beiden zuerst kommt. Das glaube ich aber auch. Oh Mann, ey. Ich hoffe, ich kriege schon... Ich muss die Predigt selbstbewusst beginnen. Eine lange Predigt halten, eine schlichte Predigt halten. Das ist nicht gut. Selbstbewusst beginnen, eine schlichte Predigt halten.
Nee, selbstbewusst, komm. Brüder und Schwestern, lass mich gleich zum Punkt kommen und über die Korruption der Kirche sprechen. Der Knabe ist eine Schande. Gott steht an der Spitze der Kirche. Wir sind verpflichtet, lasterhafte Pfarrer abzulehnen. Nicht der Mensch, sondern Gott herrscht über die Welt. Ja. Die Schöpfung hat zwar jedem Menschen die Macht verliehen, über die Welt zu herrschen, aber diese Macht gibt ihm nicht gleichzeitig das Recht dazu. Dieses Recht gehört Gott allein. Nicht gut. In barschen Ton, langatmigen, gemäßigten Ton fortfahren. Es ist die Korruption von Gottes Seelenhirten hier auf Erden, welche uns Unglück bescheret hat. Die Pest, Kumanen, Hunger und Chaos. Und Pilze. Der verfluchte Wohlstand, in dem sich die Kirche labt, vergiftet beinahe das gesamte Christentum. Wenn Hunde um einen Knochen streiten, so nimm den Knochen und sie werden aufhören. Gleich wie Raben, die über dieses Land kamen, um jeden Krümel Gold und Silber aufzupicken. Sie zeigen keine Gnade, denn ihre Herzen sind von Habsucht verseucht. Alles tauschen sie ein, alles steht zum Verkauf. Ihr wollt ein Kind taufen? Zahlt. Ihr wollt rauben und morden? Zahlt. Und euch wird die Absolution erteilt. Und die Prälaten sündigen und erteilen sich selbst die Absolution. Schande! Schande über sie! Über die Sünde der Unzucht sprechen. Sündigen ist menschlich. Über Trunkenheit sprechen. Über die Sünde der Unzucht sprechen. Und welch Sünden? Sie leben mit Dirnen und halten sich Konkubinen, obgleich nur ehelicher Verkehr zum Zwecke der Fortpflanzung rein ist. Nimmt einer ein Weib oder ein Mann, nur um seine Gelüste zu befriedigen, wer verführt sie dazu, wenn nicht Satan? Und wie ungeheuerlich, wenn dieser Mann ein Diener der Kirche ist. Und das ist die gemäßigte Rede. Ein Unzüchtiger, der das Messgewand anlegt und dann Gott sein Gesicht zuwendet. Nichts, was wir nicht eh schon wissen. In gemäßigten Ton, in barschen Ton fortfahren, langatmig vorfahren. Im barschen Ton. Komm. Genug von den Sünden, von denen die Prälaten so gerne predigen und deren Absolution sie euch versprechen, wenn ihr der Kirche nur genug in den Rachen werft. Was, wenn der Teufel selbst zahlte? Sagen uns die Bischöfe dann, dass auch er in den Himmel auffährt? Und was ist mit diesen Bischöfen? Sie sündigen ohne Reue und mit dem Geld, das sie den Armen für Ablassbriefe rauben, halten sie sich edle Rösser und unzählige Diener. Sie würfeln und kleiden ihre Mätressen in teure Pelze, während Christus barfüßig war und seinen Kopf nirgends hat zur Ruhe betten können. Da hat er nicht Hört ganz auf unrecht, euer Gewissen, ne? Ihr, die ihr die Armen bestehlt, denn Gott und seine Jünger sehen euch. Nieder mit den Prälaten, hinfort mit ihnen! Wir haben Glück, Pater Godwin zu haben, einen gerechten und einfachen Mann. Lasterhafte Pfarrer kritisieren einschließlich Godwin, die Prälaten aber für Gott anstellen, zum Abschluss Zitate vortragen. Ich sage euch mit den Worten von Jan Hus, den, der viel weiß, den lasset viel sagen. Den, der wenig weiß, den lasset wenig sagen. Lasset jeden so viel sagen, wie er weiß. Und der, der nichts weiß, den lasset seinen Nächsten zumindest eine tugendhafte Tat lehren, indem er sein Leben frei von Würfelspielen und Unzucht führt. Das gilt sowohl für Seelenhirten als auch für euch, Brüder und Schwestern. Das ist seine Schlussfolgerung? Das ist alles, was ich in Prag hörte. Amen. War das jetzt gut? Ich weiß noch nicht. Schwer zu sagen. Beifall? Glückliche Gesichter? Bisschen verstört gucken sie alle. Mir gefällt das nicht. Er hat gut gesprochen. Ja. Wenn man mal bedenkt, was für ein Säufer er ist. Naja. Er hat recht, dieser Hus. Der junge Mann sollte nicht so viel saufen, aber reden. Das kann er wahrlich gut. Ich bin froh, dass er herkam. Ich werde wohl nie nach Prag kommen und er hat es gut nacherzählt. Schön. Das sieht doch nach einem Erfolg aus, oder? Alle Achtung, du hast wirklich Talent, mein Junge. Das muss ich dir lassen. Und du hast mir den Arsch gerettet. Mhm. Ich hätte es nicht geschafft. Ja, das habe ich bemerkt. Und da war ich nicht der Einzige. Ach, was soll's. Ich bekomme das schon wieder hin. Also, unsere Abmachung. Obwohl es eine Sünde ist. Dieses genauso Schwimmen wie Völlerei. Und Unzucht auch. Gott vergibt den Büßern. Gut. Was hat dir Heinz alles erzählt? War er an jenem Tag in Neuhof? Mit wem war er dort und wo ist der Rest seiner Bande? Ganz ruhig. Allzu viel hat er mir leider nicht erzählt. Lass mich nicht hängen nach allem, was ich getan habe.
Für dich. Nun, Heinz kam zu mir, kurz nachdem es passiert war. Sein Gewissen plagte ihn. Und ich muss sagen, letzten Endes erschien er mir redlicher, als ich erst dachte. Er sagte, sie wurden über einen ihrer Kumpanen angeheuert. Sie dachten, sie würden bloß ein paar Pferde stehlen. Doch dann wurde alles hässlich und Menschen wurden umgebracht. Weder er noch seine Freunde wollten so etwas Grausiges tun. Sie stritten sich mit dem Rest der Gruppe und flüchteten. Sie stritten? Ja, in den Wäldern bei Neuhof wurde eine Leiche gefunden. Das würde einiges erklären. Heinz versicherte mir ständig, dass er kein Mörder sei und das alles doch gar nicht wollte. Also dann tötete Heinz einen der Banditen und ist nun selbst tot. Problem dabei, ich muss diejenigen finden, die noch am Leben sind. Ich brauche Namen und Orte. Hat er mal was von den anderen erwähnt? Nur die Spitznamen. Er erwähnte einen Kerl namens Stinker aus Ledetschko, Pius und Timmy. Was, Pius? Klingt wie ein Heiliger, davon habe ich jetzt wirklich genug. Wieso das denn? Du wärst ein sehr guter Pfarrer. Wie auch immer, mit deinen Fähigkeiten wird es dir sicher gelingen, diesen Stinker aus Ledetschko aufzuspüren. Ich habe wohl keine Wahl, andere Hinweise gibt's nicht. Hoffentlich wurde er nicht auch an eine Wand genagelt. Hoffentlich. Ich riskiere einen Kirchenbann nur ungern für nichts. Nun denn, viel Glück und pass auf dich auf. Diese Leute meinen es offenbar ernst. Und ich würde wirklich gerne mal wieder einen mit dir heben. Ja, ich versuch's. Obwohl ich mir sicher bin, dass ich noch so eine Nacht nicht überleben würde. Und falls jemand fragen sollte, von mir weißt du nichts. Ich werde alles abstreiten. Daran habe ich keinen Zweifel. Nein, noch so eine Nacht geht gar nicht, ne? Irgendwie, oder? Mann, oh Mann, oh Mann, Mann. Ja, nee, alles richtig gemacht. Hab ja, ne? Er hat mir alle Fragen beantwortet. Deshalb war die Quest, war die Predigt auch genauso gut, wie sie war. Was ist denn das denn, Debuff hier? Rausch. Wie lange hält denn das noch so an? Auf der Fährte. Spüre Stinke auf. Gibt es hier irgendwo einen Trog? Im Bottich meine ich, da ist einer, ne? Ist da Wasser drin? Ja, wir waschen uns erstmal. Ja, man kann ja wie gesagt auch Trinkfestigkeit skillen. Jetzt weiß ich wenigstens, wo ich das machen kann. Spieler. Wow. Okay. Also alles reduziert hier. Redekunst auch. Auffälligkeit plus 46. Weil ich oder stark besoffen bin. Okay, alles klar. Ja, Redekunst jetzt so abgesenkt, das ist ja auch doof, ne? Fertigkeiten, das nennt sich Fertigkeit, Trinkfestigkeit. 5, von 0 auf 5 rauf in einer Nacht, herzlichen Dank. Biertrinker, Bier ist 50% schwächer, sodass du mehr davon trinken kannst. Wein hingegen ist doppelt so stark und macht dich dementsprechend schneller betrunken. Kann nicht mit der Spezialisierung Weintrinker. Aber warum sollte ich das, was bringt mir das? Es sei denn, wenn man jemanden unter den Tisch drängt. Und den Einfluss von Alkohol zittern die deine Hände 25% weniger und deine fertig gebalkten Bögen ist in 2 Punkte erhöht. Im nüchternen Zustand muss ich ja, da muss ich ja nur noch. Nee, das geht nicht. Das hebe ich mir mal auf, ne? Echter Slave, du wirst 50% weniger. Das ist unglaublich, ey. Meine Güte, ey. So, das Spiel wurde gespeichert, das ist gut und Retterschnur spare ich mir jetzt mal. War aber sehr lustig, muss ich sagen. So, wir müssen immer noch zu den Mädels hier hin. Dann gehen wir doch mal zu der da unten hin erst. Oder? Aber die Reihenfolge ist egal, ne? Komm. Dann gehen wir zu C. Die wird ja wohl da sein.
Das war hier das letzte Haus, glaube ich, in der Reihe, ne? Dies hier war das, genau. Irgendwo muss er jetzt hier mal jemand sein, den ich ansprechen kann. Allmächtiger, aus welchem Loch kommst du gekrochen? Was tust du da? Nicht stehen, ich will mit dir reden. Ich wollte nur reden. Was macht denn das Spiel da mit mir? Ach doch, die Person da hinten, die da wegläuft? Tatsache. Hallo? Ja, hallo? Das soll nicht mal wachsen, dann komme ich später nochmal wieder. Slata. Ich habe etwas über eine Hexensalbe gehört. Ich habe etwas über Flugsalbe gehört. Wirklich? Ich wüsste gerne von wem. Und was geht's dich überhaupt an? Der Pfarrer macht sich das Kräuterweib. Das Kräuterweib schickt mich. Gertrude? Was will sie? Mehr Geld? Die Salbe ist nicht ungefährlich. Sie fragt, was ihr mit der Salbe vorhabt. Es geht nicht ums Geld. Sie ist besorgt um eure Gesundheit. Die Salbe kann gefährlich sein. Und ich soll für sie sicherstellen, dass ihr damit kein Schindluder treibt. Gefährlich. Ei. Wieso das plötzlich? Schade, Misserfolg. Sag ihr, wir sind ihr sehr dankbar für die Fürsorge. Leb wohl. Verdammt. Kann ich die nochmal ansprechen? Ich habe etwas über Flugsalbe gehört. Wirklich? Ich wüsste gerne von wem. Und was geht's dich überhaupt an? Godwin macht sich Sorgen. Der Pfaffe? Schön zu erfahren, was für Drahtstanden die eigenen Nachbarn sind. Glaub mir, das geht weder dich noch dem Pfaffen was an. Es sachte versuchen. Es könnte gefährlich sein. Nicht nur für dein Seelenheil. Die Salbe ist giftig. Und jetzt soll ich glauben, dass ausgerechnet das Kräuterweib unsere Flugsalbe mit Gift verwechselt? Sie wüsste gerne, was ihr damit vorhabt. Und wann. Aber das haben wir ihr längst gesagt. Ich verstehe nicht, warum sie dich damit reinzieht. Warum lässt du uns nicht in Frieden? Ach, besoffen wird das nix, ne? Hier, oder? Das wird nix. Betrunken wird das nix. Nochmal ein Charisma nachgelegt hier. Gibt's doch nicht, wir versuchen es nochmal. Ich kann ihr auch drohen. Ich habe etwas über Flugsalbe gehört. Wirklich? Ich wüsste gerne. Das Kräuterweib schickt. Gertrude? Sie wüsste gerne, was ihr damit vorhabt. Sie macht sich Sorgen um euch. Warum schlägt sie plötzlich solche Töne an? Sag ihr, wir machen damit bloß, was besprochen war. Keine Sorge. So, was haben wir denn? Aquavitalis. Halt Vergiftungen. Katerbier. Verringert für eine Stunde dein Charisma. Nee, wie lange hält denn der Rausch noch an? Das ist nicht gut. Charisma, das brauche ich ja gerade hier. Ah, Lazarus. Nach 5 Minuten ist deine Gesundheit wieder und dein Kater ist verschwunden. Aber pass auf, den nehmen wir. Auch wenn ich dafür nur 2 habe, den nehmen wir. Weil dann kommen wir von hier aus nämlich auch weiter zu den Kumanen. Dann brauchen wir uns nicht zu heilen. Das ist vielleicht nicht schlecht. So, was haben wir denn hier noch? Trank des Baden. Wieso habe ich den kaputt? Sie haben der Wildbret verloren. Erhöhte Redekunst für 10 Minuten um 5 Punkte. Das könnten wir dann mal machen. Aber erst, wenn wir wieder nüchtern sind. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu der anderen Troller dahin. Und sprechen mal mit der.
Ja, ich sehe, dass da ein Tor ist. Aber es muss auch ohne Tor gehen. Wir retten da mal rüber. Die ist ja da vorne irgendwo. Vielleicht sind bis dahin ja auch die 5 Minuten um. Was sind das jetzt für ein Buff? Kopfschmerzen oder was? Kater. Moment. Was ist der falsche Trunk? Kater. Jetzt habe ich einen Kater. Vorher war ich noch im Rausch. Was läuft da jetzt runter, hoffentlich, oder? Ich habe einen interessanten Ort entdeckt. Und wenn hier ein interessanter Ort ist, muss hier auch ein Schatz sein irgendwo. Oder? Ist auch so, hat man mir gesagt. Irgendwo gibt es immer, also so kleine Schätze halt, ne? Am interessanten Ort. Wollen wir mal gucken. Dann können wir mal eben schauen. Öffnen. Oh, Retterschnaps. Und Schnaps, sehr schön. Ja, cool. Das ist doch gut. Das hat ja gestimmt. Oh, ein kleiner Schatz. Komm, schaffst du es darüber? So, wo ist sie jetzt? Wo bin ich hier überhaupt? Ah, nach links. Okay. Ja, aber meine Karte habe ich immer noch. Was ist hier los? Wer ist da? Muss ich jetzt wirklich 5 Minuten warten? In dem Zeit so richtig 5 Minuten? Auf einmal. Ich kann noch mal eben kurz eine Stunde warten, oder? Ob das geht? Mal gucken. Das versuchen wir mal eben. Das wäre ja gut, wenn das gehen würde. Also müsste es. Das wäre ja unlogisch sonst. Ich breche jetzt nicht ab, nicht, dass die NPCs durcheinander kommen. Ne? Das könnte nämlich auch vorkommen. Nee, irgendwie passt das nicht so richtig. Dann warten wir noch eine Stunde. Ich war ja vorher im Rausch. Ich hätte jetzt mit dem Kater vielleicht das Lazarus. Ich weiß es nicht. Naja, jetzt ist es halt so, wie es ist. Und da habe ich den halt getrunken, muss mir mal einen neuen bauen. Außer das kann doch nicht angehen. Ich nehme jetzt nichts anderes. Ja, was? Ich kann sehen, wie der Balken da unten geht. Da. Eben hat er einmal gezippelt. Also ich will jetzt nicht noch eine Stunde warten. Das will ich nicht tun. Was, ey? Man kann mal gucken, ob man hier was klauen kann, oder nicht? Na, du Sau. Hier gibt es da bestimmt irgendwas zu holen in der Zeit, oder? Wer ist da? Ja, keiner. Oh, Schlossknacken leicht. Ist auch nicht der hellste der Typ, ne, oder? Ist echt nicht der hellste, ne? Oder? Wenn der Balken ist gleich weg, dann ist mein Kater weg und dann sind meine Werte auch wieder da. Einfach nur einen kleinen Spaziergang machen, das hilft. So sieht's aus. Und dann springen wir über die Mauer und überraschen sie einfach mal. Von hinten hätte ich jetzt was gesagt, aber das wird mir dann wieder. Nee, das kannst du nicht machen. Wir können nicht mal von hinten. Na komm, geh weg. Buff, 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 debuff meine ich. Geh weg. Yay. So sieht's gut aus. So, Charisma 13. Ich glaube, ich gönne mir mal so einen Trank des Baden, ne? Das war's, ne? Ich habe da etwas von einer Flugsalbe läuten hören. Was? Wer hat dir das erzählt? Stellt etwa einer Fragen? Eigentlich ist mir es egal. Gertrude schickt mich. Und was will sie? Will sie der Salbe nachträglich was hinzufügen? Nein,
Sie macht sich Sorgen, was ihr damit vorhabt. Das Zeug ist ziemlich gefährlich. Ihr könntet dafür auf dem Scheiterhaufen landen. Das ist eine gute Sache. Hier, plus 5. Was ich gehört habe, reicht schon für den Scheiterhaufen. Der Scheiter? Ja. Wirklich? Wenn jemand Hexenwerk wie Flugsalbe kauft, was soll ich da denken, wofür die ist? Ich rate einmal wild drauf los. Für Hexerei. Und Hexen verbrennt man. Wir tun nichts Böses. Wir gehen nachts allein in den Wald, schaden keinem. Aber warum? Mehr sage ich dazu nicht. Du drehst mir bloß das Wort im Mund um. Nee, ich will schon ganz gerne wissen. Folge den Frauen in den Wald. Dann habe ich jetzt die komplette Quest. Damit muss ich den... Moment. Hat sich das jetzt so verändert, dass ich mir den gar nicht... Ja, Tatsache. Nachts in den Wald. Okay. Jetzt werde ich nächste Folge, werde ich dann... Hey, ist da jemand? Ich habe das Gefühl, ich reite mich immer weiter rein, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt soll ich schon 3 Frauen nachts in den Wald folgen. Oh, Theresa wird nicht glücklich mit mir sein, glaube ich. Das ist echt das Problem. Ah, den Trank hätte ich mir jetzt wahrscheinlich sparen können. Dann muss ich mir wahrscheinlich neue brauen, denke ich mir mal so. Was war das denn? Aber bemerken die mich gar nicht mehr? Die sind doch komisch, oder? Sind die ein bisschen merkwürdig? Irgendwie sind die merkwürdig alle, ne? So, wir sind mal wieder vollgeheilt. Ich glaube, es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir dann mal den Kuman hier doch einen Besuch abstatten. Und dann mal gucken. Lass uns das doch einfach mal machen. So, okay. Dann machen wir das nächste Folge, würde ich sagen. Und ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.